So, bitte, Daumen drücken. 8, okay. Irgendwie. Ah, jetzt war er. Jetzt haben wir mal getroffen. 16. Und jetzt komm. Kritischer Fehlschlag, verdammt. So, Ibonit muss jetzt einen Heiltrank trinken. Nur 9. Ah, verdammt. Können wir den hier da rein machen? Okay, wir brauchen mehr Heiltränke. Eindeutig, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Oh, schaut mal, wie viel Geld wir haben. Wir können uns doch Heiltränke leisten, oder? Wir brauchen eindeutig mehr Heiltränke. Ja. Ich wechsle, glaube ich, tatsächlich mal auf den Fernkampf, um dann in der nächsten Runde dort hinten für Unmut zu sorgen. Dann können wir vielleicht hier den... Genau. Probieren wir das mal in der nächsten Runde. Ich hoffe, wir werden es nicht getroffen. Nein! Nein, 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 blöd. Ach, und gleich nochmal. Und wenn das das... Oh nee, dann ist Benruk der Tote. Benruk haben wir jetzt nicht geheilt. Da kommt die Spinne. Das Spinnchen. Oh! Ja, doch gar nicht so ohne. Und jetzt kommt leider der Elementar vor Benruk dran. Und er trifft ihn auch noch. Ach, Mist. Aluana. Ich glaube, wir schießen jetzt tatsächlich doch mal da hinten hin. Um die rauszunehmen. Resistent. Oh nice, die auch noch resistent gegen diese Attacken. Halten das Wort auf Benruk. So, Krea. Ich mache jetzt doch mal so einen Feuerpfeil dahinter. Ha! Ja, so gut. So gut war das jetzt auch wieder nicht. Hm, Mist. So, du müsstest eigentlich, was mal auf durchschnaufen, oder? Ja. Durchschnaufen war super und jetzt, ach, löschen müssen wir uns eigentlich auch. Ich glaube, wir verzichten aufs Löschen und gehen jetzt hier mal richtig auf Attacke. Nochmal 24, das war jetzt richtig gut. Aber leider haben wir unsere Bonusaktion damit verbraucht. Ach, du brennst auch noch? Dann lösch dich bitte. Äh, 21 TP hat er. Hm. Ja, wir können nichts machen leider. Oh nein! 10, 11 sogar gegen Benruk. Der trifft nicht, glücklicherweise. Die sind echt nicht zu unterschätzen, diese Skelettbogenschützen da oben. Ach, und nochmal getroffen. Eieieiei. Das ist echt schlecht. Na, da hätten wir uns eigentlich nicht schützen müssen. Weil wir sowieso trotzdem Schaden bekommen. Oh nein! Aluana, kannst du noch mal heilen? Ich glaube schon, oder? Ja. Das ist nur Berührung, ne? Beistand. Wunden verursachen. Verschonung der Toten. Ne, ich glaube, das war schon richtig hier. Es geht nicht, weil sie nicht daneben steht, ne? Das ist aber kein Problem. Da können wir auch hingehen. Und jetzt... Jetzt geht's. 13 immerhin. Krea. Zauber wirken. Was haben wir denn noch für eine Möglichkeit? Mächtige Unsichtbarkeit bringt uns auch nicht. Ein Elementar beschwören brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Machen wir einen Feuerpfeil nach da hinten. Vielleicht ist das ganz gut. Ah, wenn wir treffen würden vielleicht, ja. Verdammt. Benruk, jetzt komm, bring den mal um da, den Vogel. Ja, ja, ja. Löschen geht schon nicht mehr. Ah, scheiße, verdammt. Ja, wenigstens haben wir den hier erledigt. Und Ibonit müsste Benruk jetzt eigentlich heilen können. Andere heilen.
Eins. Soll das ein Witz sein? Wenn die uns jetzt treffen, dann eins. Die treffen glücklicherweise nicht. Okay. Gut, ich glaube, Benno geht mal zu der Feuerspinne. Weil er im Nahkampf einfach besser ist als im Fernkampf. Oh, Krea. Und Anuana, kannst du denn hier oben nochmal irgendwie einen Zauber wirken? Irgendwas Vernünftiges? Längendes Geschoss. Probieren wir das mal. Ah, Mist. Dann geht sie mal hier vor, um als nächstes getroffen zu werden. Sozusagen sich als Ziel anzubieten. Krea, du schlägst die Spinne. Immerhin drei. Und du löscht jetzt endlich mal dein Feuer. Wie viel hat er denn noch? 4 TP. Okay, Feuer gelöscht. Und dann gehst du dahinter. Hier hin. Und wechselst noch deine Waffe. Warum hat er überhaupt seine Fernkampfwaffe aktiviert gehabt? So, und du, mein Lieber, kannst dem hier mal einheizen. Ich hoffe, dass das... Ich glaube, der andere wäre besser gewesen, ne? Weil wir bei dem diesen Zauber aktiv haben. Ah, ja. So wirklich gut. Was sehe ich? Hoffe, dass sie jetzt auf die schießen. Ja, gut. Zwar nicht ganz so gut, weil sie die ganze Zeit treffen jetzt, aber... Gut. Alle schön daneben, bitte. Das ist eine Zauberwirkung zum Schutz. Doch, können wir machen. Ich glaube, die Feuerspinne gegen, die hat sich gegen Krea eingeschossen. Krea ist fast tot. Wir blockieren mit dem Zauber. Okay. So. Was haben wir denn hier noch für einen Zauber? Waffe des Glaubens und Brandmarken des Niederstrecken. Das bringt uns alles nicht weiter. Hier hätten wir noch Beistand, Blindheit und Person festhalten. Gut, haben wir denn einen Heiltrank noch? Nee, was haben wir denn noch? Schriftrolle des Schildes. Kannst du den Zauber Schild wirken? Sollen wir den Zauber mal wirken? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wo ist denn das andere jetzt hin, da oben? Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal. Erhöhe kurz, bevor du einen Treffer erleidest, deine RK. Okay, kurz bevor du den Treffer erleidest. Das kann man also nicht einfach so machen. Gut, was haben wir hier noch? Heilige Flamme. Das können wir doch mal probieren. Ist er ausgewichen? Ich glaube es ja nicht. Wir haben auch irgendwie überhaupt kein Glück, ne? Wir haben überhaupt kein Glück. Vielleicht ja eine Minute lang einen lebensentziehenden Nahkampfangriff. Da müssen wir aber auch treffen. Da müssen wir auch treffen. Wie schaut es denn mit Heiltränken aus? Hier. Trank trinken. Mächtiger Heiltrank. 13. Naja. Ach, wir brennen. Da hätte ich drauf achten müssen. Jetzt brennen wir aber nicht mehr, oder? Ich glaube, jetzt brennen wir nicht mehr. Ach komm, jetzt weicht die auch noch aus. Jetzt komm. Hopp, 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 hopp. Ah, verdammt. Mist. Und nur 4 Trefferpunkte. Ah, ich glaube, wir müssen hier heilen. Wir müssen hier heilen, weil sonst ist Benruck. Jetzt komm. Ja, 5 immerhin. Okay. Hat er jetzt 9? Ja, er hat 9. Gut. Dann gehst du dahinter. Der müsste ja eigentlich demnächst erledigt sein. Das ist jetzt dieser. Das war jetzt gerade die Schriftrolle, glaube ich, die wir hier benutzt haben. Und das hat uns getroffen mit 18. Ah, 19 hat sie noch, das ist gut. Die Spinne darf jetzt nicht treffen. Trifft aber trotzdem natürlich. Wir sind geblendet. Wir sind nicht mehr geschützt. Das war aber nicht die Schriftrolle, da haben wir noch eine andere gehabt. Das wundert mich ein bisschen. Heilige Flamme nochmal. Jetzt aber, komm. Ah, der konnte schon wieder ausweichen. Gut, das mache ich mal. Achso. Hm.
Sie könnte hier auch angreifen. Greift sie mal an. Ah, 7, sehr schön. Was ist das nochmal? Sie ist behindert. Bewegungsrate minus 2. Zauber bringt uns nichts. Passt. Dann greifst du bitte an. Daumen drücken. Sehr gut. Die ist erledigt. Die ist erledigt. Dann rennst du hier vor, Benruk. Und wechselst bitte auch mal deine Waffe zum Fernkampf. Heiltrank hast du keinen, ne? Doch, den hier. Hallo? Können wir den nicht? Ich glaube, wir haben keine Punkte mehr. So, dann bitte mal hier den aus dem Spiel nehmen. Wait till the next one. Oh Gott, das wird echt nicht einfach werden, die beiden jetzt zu besiegen, ohne dass einer von uns stirbt. Sie haben 4 Angriffe. 2 sind schon mal fehlgegangen, glücklicherweise. Ah, aber der hier nicht. Und Aduan hat nur noch 11 Punkte. Und, oh, das waren 10. Sie hat nur noch 1 Punkt. Hat sie denn noch einen Heiltrank, den sie trinken kann? Nee, hat sie irgendwie sonst noch was? Heilzauber, technisches. Massenheilendes Wort, das ist doch gar nicht schlecht. Das können wir doch mal nutzen. So. Ja. Zack, 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 zack. Okay, immerhin. Immerhin, und wir haben noch zusätzlichen Angriff. Immerhin, okay. Und dann können wir uns noch ein Stück zurückziehen. Immunit ist nämlich stärker als wir. Ja, dann stehen wir uns ein Stück zurück. Krea, du kommst dorthin und machst einen Zauber, nämlich den hier, Feuerpfeil. Haha, immerhin. Immerhin 4. Der Zwerg schießt auch. Das war doch nicht schlecht. Ich dachte, die Bogenschützen sind das geringste Problem, dabei sind sie in Wirklichkeit das größte Problem jetzt hier von unserem Kampf. Jetzt habe ich ein bisschen geschützt eigentlich durch dieses Ding hier. Ich glaube nicht, dass wir geschützt sind. Hier gibt es nicht wirklich einen Schutz. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück, den hier rauszunehmen aus dem Kampf. Ja, es waren immerhin 5. Wenn wir jetzt hier den ätzenden Pfeil nehmen, aber ich glaube, der ätzende Pfeil ist nicht so gut. Haben wir irgendwas Brennendes? Das hier. Feuerpfeil. Probieren wir mal den Feuerpfeil. Der irgendwelche Zusatzeffekte hat. Misserfolg. Resistent gegen Pfeil. Okay. Hat immerhin 6 Schadenspunkte bekommen. So, jetzt schießen die wieder. Hoffentlich daneben. Ja, das war schon mal gut. Danach müssen wir unbedingt rasten. Das hilft nichts. Wir müssen irgendwie versuchen, hier eine Rast zu finden. Eine kurze Rast, glaube ich, können wir hier nur machen, oder? Eine lange Rast können wir nur machen, wenn wir Lagerfeuer finden. Ich hoffe, wir finden hier eins. So, den jetzt mal rausnehmen hier aus dem Kampf. Dann haben wir zumindest nur noch die Hälfte an Geschossen. Ja, sehr gut. Den haben wir rausgenommen. Und jetzt den hier. Okay. Das wird doch schon mal gut. Und wir müssen den Zwerg hier hochschicken können eigentlich. Das wäre gut. Kann man nicht hier hochklettern? Nee, kann man nicht, ne? Im Moment läuft es noch ganz gut, im Moment leben wir noch alle, aber das kann sich schnell ändern. Er wird beschossen. Oh, sie wird beschossen und sie ist sterbend. Ja, sie ist sterbend. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und zwar Krea, glaube ich, kann das hinbekommen, oder? Krea hier wiederbeleben, oder? Geht das?
Das Ziel muss tot sein. Ach so, sie ist noch nicht tot. Sie ist noch nicht tot. Na gut, dann machen wir Folgendes. Zack, 15. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Krea, das hast du gut gemacht. 15 Trefferpunkte hat sie noch. Damit hat sie eigentlich mehr, ne? Aber sie hat nicht gut, sie hat keine gute Rüstung. Der Zwerg, ja. Der Zwerg könnte ihr eigentlich auch einen Heiltrank geben. Andere heilen. Die ist nicht mehr sterben, das hat sogar zwei Punkte. Und du schießt hier bitte. Nun brauchen wir Heiltränke. Warum haben wir denn so wenig Heiltränke eigentlich? Wie kommt das denn? Sind wir so geizig? Oder haben wir niemanden gefunden, bei dem wir Heiltränke kaufen können? So, der ist jetzt fast tot, aber eben halt leider nur fast. Und der ist jetzt nochmal dran. Oh, überlebt noch ein Lebenspunkt. Ha, und da ging es daneben. Sehr gut. So, Aloana steht auf, kann sogar schon schießen. Kannst du ihm den Rest geben? Ja, aber immer noch ein Lebenspunkt, offensichtlich. Krea, komm. Ja, perfekt. 1700 Punkte nur. Und unser Wissen über die Feuerspinne hat sich erhöht. Das werde ich mir gleich mal anschauen. Überlebenskunst. Was ist denn hier los? Achso, weil er nur noch einen Lebenspunkt hat, ne? Also die Feuerspinne hier. Herausforderung leicht. Schwierigkeitsgrad leicht. 1100 ab EP. Wissensstufe 2 von 4 haben wir inzwischen. Überlegene Dunkelsicht hat sie. Und sie zählt als mittelgroßer Gegner. Was haben wir noch? Die Feuerelementare. Die zählen auch als leicht. Okay. Die sind groß. Irgendwas Spezielles, haben Dunkelsicht, aber sonst wissen wir nichts über die. Und dann hatten wir noch diese komischen Skelette da. Wo waren denn die jetzt nochmal? Das sind die alle nicht. Pilger. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den mal getroffen hätten. Hier, Skelett, das war der aber nicht. Skelettritter, oder war das der? Zählt auch erst leicht. Skelettzauberer. Das muss der schon gewesen sein, sonst sind hier ja keine Skelette. Ein paar unbekannte Wesen haben wir auch noch. Skelettbogenschütze, Skelett-Scharfbogenschütze. Das stand aber nicht dabei, da stand einfach nur Skelettbogenschütze, glaube ich, dabei. Sind die nach, ist das nach Alphabet? Das ist nach Alphabet, ne? Ja, das ist nach Alphabet, also muss es bei Skelett sein. Dann muss das eigentlich schon der gewesen sein, weil sonst ist hier kein anderes Skelett mehr. Ja, das war, glaube ich, der schon. Da wissen wir aber noch kaum was über den. Na gut. So, können wir jetzt mal eine Rast machen? Vielleicht zuerst mal speichern. Schnell speichern. Hat er automatisch gemacht, hoffentlich, oder? Ja. Gut. Dann schauen wir doch mal. Da haben wir erstmal Gold. Dann haben wir einen urtümlichen Lavastein. Das ist gut. Die Silberbrosche nimmt sich natürlich Ibonit. Das Schild brauchen wir nicht. Das können wir aber verkaufen. Genauso wie das Schwert und den Panzer. Oh, dann ist er überlastet. Dann noch das Pulver. Vielleicht können wir den Panzer woanders hin packen. Pass mal auf, kannst du den Panzer vielleicht jemand anderen geben? Zum Beispiel Ibonit. Ich glaube, Ibonit kann gut Sachen tragen. Dann ist er überlastet. Geben wir es ihr. Sie kann's tragen. Sehr gut. Du kannst es tragen. Hier ist sonst nichts. Da oben kommen wir nicht ran. Da werde ich jetzt erstmal eine kurze Rast machen. Ich hätte vorher schon machen sollen eigentlich. Oh Gott, also. Wir müssen hier viele Würfel einsetzen. Das sollte erstmal reichen. Wir waren echt voll am Ende. Okay, so. Du hast die folgenden Merkmale wiedergestellt. Durchschnaufen und Tatendrang und göttliche Fokussieren. In Eingang blingen. Was ist das, wenn du dich mit einem Gegenstand in Eingang bringst? Erhältst du Zugang zu seinen weiteren Eigenschaften und Funktionen.
Achso, nee. Nee, das soll ruhig Krea behalten. Arkanerholung. Einmal täglich kannst du dich nach einer kurzen Rast verbrauchte Zauberplätze wiederherstellen. Maximal 5 Stufen. Machen wir.